Genossinnen und Genossen, starker Tobak. Ich arbeite in Sachzwängen und dann auch noch direkt gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern meiner Stadt, einer Landeshauptstadt. Ich konnte dazu beitragen, dass links wirkt, und zwar, dass der Mindestlohn in unserer Stadt schon bevor er gesetzlich eingeführt worden ist, für öffentliche Aufträge gilt. Ich habe dazu beigetragen, mit der Linken im Parlament und der Partei, dass wir widerstanden haben, dass der kommunale Wohnungsbestand privatisiert wird, sondern saniert und damit der soziale Frieden für Mieterinnen und Mieter im Stadtteil erhalten bleibt. Wir bilden uns ein, in unserer Arbeit die Kompetenz für eine Weiterentwicklung der sozialen Gerechtigkeit in unserer Stadt und in den Kommunen zu erhalten, weil nach einem Antrag der Linken alle Kita-Kinder bei uns, und das sind 99% der Kinder im Alter von 0 bis 6, 0 Jahre fahren nicht, frei mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren können. Und dass wichtige kulturpolitische Angelegenheiten für Kinder und Jugendliche frei sind, ob es die Bibliothek ist oder der Besuch der Kunstnacht. Und ja, Spielplätze werden bei uns nur errichtet, wenn vorher die Kinder danach gefragt worden sind, was sie möchten, nämlich unter direkter Demokratie. Dazu gehört auch ein Online-Forum. Aber, und da gebe ich den Genossinnen und Genossen der AKL recht, ja, wir haben nicht genug Geld. Ja, bundes- und landespolitische Entscheidungen drangsalieren die kommunale Selbstverwaltung, schreiben uns vor, engen uns ein und erpressen uns. Aber wir können trotzdem diese von mir eben leicht zitierten Entwicklungen gestalten. Ich will hinzufügen, dass in unserer Stadt Flüchtlinge dezentral konsequent untergebracht werden und im Übrigen Frauen mit Kindern nicht mit fremden Männern untergebracht werden. Dass wir trotzdem Ja sagen zur Außenstelle der zentralen Aufnahmestelle und an Dietmar dann doch, wir bringen keine Flüchtlinge um. Aber dass das so geht in diesen Sachzwängen, hat damit zu tun, dass wir Kompetenz für humanitäre Flüchtlings- und Migrationsangelegenheiten haben. Und wer mir ein bisschen zugehört hat, ich habe eben mal kurz bewiesen, was wir im Leitantrag beschlossen haben, was wir fordern von der gesamten Partei für die Wahlkämpfe in 2016, damit wir in den Landesparlamenten lernen von Hamburg und Bremen und von Thüringen weiterkommen. Ich habe gar nicht über Kommunalpolitik geredet, aber ich arbeite jetzt seit 7 Jahren mit tausenden Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern und der Partei in den Dörfern und Städten ohne programmatische Untersetzung. Macht Spaß. Ich habe ein Parteiprogramm, aber wenn ich will, kann ich mich mogeln. Weil es eben wie bei der Seniorenpolitik, bei der Bildungspolitik, im Gesundheitswesen, bei der Energiepolitik bisher in unserer gemeinsamen linken Partei keine Haltelinien gibt für Kommunalpolitik. Und ich finde es eher begrüßenswert, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, diese Haltelinien zu bestimmen und zu sagen, natürlich sind das auch Visionen. Natürlich weiß ich, dass man in der aktuellen Kommunalpolitik nicht alles von heute auf morgen realisieren kann. Aber wie hat es Matthias Höhn gesagt? Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, woran sie sind. Sie müssen jeden Tag uns erreichen können. Wir müssen nachvollziehbar sein in den Alternativen und lebensnah. Na klar, und wo sind wir das? Wir sind das in den Städten, wir sind das in den Dörfern, in den Kreisen vor Ort. Die Linke in den Parlamenten, in der Politik und in der außerparlamentarischen Auseinandersetzung. Und ich finde es schon ein bisschen schade, dass uns Genossinnen und Genossen der AKL, weil sie offensichtlich in ihrem Bundesland noch keine linke Bürgermeisterin haben, unterstellen, wir würden zum Beispiel nicht im Aktionsbündnis für eine weltoffene Stadt arbeiten. Ich selber im Kinderschutzbund. Und den Schulförderverein
unterstütze ich immer noch ehrenamtlich, auch als Oberbürgermeisterin. Und ich weiß, viele meiner Genossinnen und Genossen im Kommunalparlament und der Partei auch, obwohl meine Kinder inzwischen in Hamburg und in Köln sind und nicht mehr in Schwerin und schon lange aus der Schule raus. Ich bitte wirklich nicht, das Angebot der Kommunalpolitikerinnen und Politiker, der BAG, in allen Ländern zu vergleichen mit angepasst sein, nur kapitalistisch umsetzen und keine Gegenwehr. Das Gegenteil ist der Fall. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, dafür hätte ich mir heute gerne einen anderen Platz gewünscht. Mehr Öffentlichkeit nach außen. Aber das, was wir bitte heute noch erreichen, ist, dass wir all denjenigen, die wissen wollen, was macht ihr da eigentlich in der Kommunalpolitik, irgendwann ein dünnes Heftchen, vielleicht in den nächsten Wochen in die Hand geben, woran sie uns messen können, wo wir ihnen auch klar machen können, was geht gegenwärtig und was geht nicht. Denn ich bin für eine Zukunftsdebatte. Und diese Zukunftsdebatte, die draußen überall dran steht, heißt auch Zukunft für das Leben der Bürgerinnen und Bürger, der Einwohnerinnen und Einwohner in unseren Städten und Dörfern. Da müssen wir sie abholen. Im Übrigen bin ich auch für Sozialismus. Und Sozialismus spielt sich nicht unter der Himmeldecke oder im luftleeren Raum ab. Wenn wir gemeinsam Gesellschaftsstrukturen verändern wollen, dann muss es in den Städten und Dörfern der Bundesrepublik Deutschland sein und dann gemeinsam. Bitte stimmt dem Antrag für die Kommunalpolitik zu.